Lass die Tentakel von ihr. Steck sie woanders rein. Meeresfrüchte, aber ich kann nicht mehr tragen. Mal sehen. Items, das war bestimmt was zu essen. Eine ganze Menge Sushi. Na, komm, mach mal den Sack damit voll. Ah, hier ist ein Hebel. Der hat nichts gemacht. Egal, guck mal auf die andere Seite. Als die Gegner mich mal lassen. So, wieder drei Gegner weg. Ja, ich bin bei diesem Kampf Feuer und Flamme. Zack. Dafür habe ich Ifrit gerufen. Oh, der verbraucht MP. Okay, hier gibt es nichts. Also kann ich zurück nach oben, den einen Nebel betätigen. Abwarten. Mal weiter rocken. So, Ifrit erledigt den Rest. So gefällt mir das Ganze. Wieder Meeresfrüchte ohne Ende, ey. Das Zeug kann ich schon bald nicht mehr essen, ey. So. Was benutzen wir denn schön? Genau, den Traktorstrahl. Oder ja, auch den lieben Ifrit. So, Mensch. Fiese Gegner. So, wir nehmen noch einen zweiten Phönix hinterher. Falls ich auch mal darf, liebe Reika und lieber Yama. Den Phönix muss ich für Seelenfeuer trainieren. Bam! Ja gut, aber ich bekomme irgendwann eine Benachrichtigung. Nein, ich will keine Items, ich will Technik. 61%, sehr gut. Na. Ach, hab ich mal wieder verpennt, weil ich auf die Uhr gesehen habe. Und Phönix! Was? Das hat sie überlebt? Normalerweise überlebt niemand den Phönix! So, jetzt aber! Kann ich nicht glauben, ey. So stark sind die verdammten Gegner also. So, der füllt das Wasser hier auf. So bringt mir das nix. Was mit dem hier? Ah, der macht das andere Wasser weg. Boah, jetzt bin ich von Feuer umhüllt.
schön ist gleich nochmal. Und der kostet auch so wenig. Bam. Was? Die lebt immer noch? Kassiert die nicht so viel Feuerschaden, oder wie? Das ist unfair. Das ist richtig unfair. Das ist auch unfair. So. Oh ja, und Skype meldet sich mal wieder zu Wort. Dann da runter, ja. Jetzt kann ich da runter. Ah, jetzt werden die Kalamaris von einer Nymphe begleitet. Und der erste ist tot. Der war auch leid, Dame und. Ich glaube, der zweite fällt auch nicht mehr an. Ach nö, ich war zu nah. Okay, Reiter beendet es. Kann ich wieder den Phoenix benutzen. Nein! Wie gemein die Brit doch zu mir ist. Hab ich halt nochmal in die Wand umgehauen. Aber oh, bei meinem Dickschild passiert mir da nichts. Und wieder Meeresfrüchte entdeckt. Und da ist ein anderer Hebel. Ah, da hat sich was geöffnet. Sprich, wir können jetzt zurück. Gut, diesmal mache ich den Hammer an. Damit man auch mal die Dinge schön lähmen kann. Ja, man blättert mal wieder an seinem Pornoheftchen rum. War ja klar. Egal, wir haben es geschafft. Und ich sag mal, ein Königreich für eine neue, tolle Waffe. Meine bis jetzige toppt. Weil Waffen sind ja sowas wie Lebensversicherung. Und da meine momentan quasi mittelmäßig ist. Die Zauber, was die von Schaden hier machen. So, haben wir schon rein, die Fritz. So, nochmal Phoenix. Dann hat die Schnecke nichts mehr zu lachen. Also irgendwie scheinen die sehr, sehr zäh zu sein. Das sind doch nur Schnecken. Egal. Die ist tot. Ich kann nichts mehr machen. Am nächsten Level up habe ich schon über 3000 AP. Wow. Konnte erreicht dann erst die 2000er Grenze. Na gut, ist noch Level 29. Ja, man Level 30. Hilfe. Nein. Oh, egal, ich benutze Phoenix. Anschaut, ist doch echt eine gute Gelegenheit für sowas. Ifrit macht den Rest. Das war Kinderkacke. So, jetzt kann ich den hier wahrscheinlich betätigen.
wagt es, meinen Schlummer zu stören. Wer bist du? Zeig dich. Tod allen Eindringlingen. Och nö. Hat noch ein Kalamari und eine Schnecke dabei. Aber hört euch mal die Bosskampfmusik an, ey. Wie geil ist die? Also, momentan wird gezaubert. Nein, Raika zaubert. Okay, Con könnte mal die Gelegenheit nutzen und uns schnell mal Ast aufhalten. So, gehen wir noch schneller ab. Okay, Raika zaubert das. Ja, und Dina. Oh, sieht nicht schlecht aus. So, Donnerklinge. Und Phoenix. Und Phoenix. Thunderblade. Yes, die haut auch rein. Und Raika, du benutzt jetzt die Feuerhand. Und Phoenix. Und Ifrit. Grillparty. Hört sich fast an wie Fireball. Oh, wir haben es schon geschafft. 2618 Erfahrungspunkte. 8885 Gold. Was für bekloppte Zahlen. Und Level-Ups. Und ein Fragezeichenbuch. Was könnte das wohl sein? Noch ein Pornoheft? Nehmt meine Entschuldigung an, tapfere Krieger. Was kann ich für euch tun? Auf einmal so freundlich? Ich bin hier, um eine Bindung mit dir einzugehen. In Ordnung. Wir werden dazu deinen Meerwasserring nehmen. Geister der Magie, ich beschwöre euch, gewährt mir die Kraft des Wassers. Mein Name ist Yamon. Yay, und wir haben Geist Nummer 3. Fehlt nur noch einer. Der Imba-Gnom. Ja, und kann nun Undine, die Göttin des Wassers, rufen. Nice. Am Hebel ziehen. Mach mal das Wasser wieder weg. Und nichts wie raus hier. Okay, Wasser hier zu benutzen, das wäre unklug. Mir bleibt natürlich wieder nichts übrig. Egal. Die Schnecken nerven einfach nur. Und bei nächster Gelegenheit probiere ich Undine aus. Oh Gott, die rotzen wieder rum. Autsch. Ifrit, komm mal nicht bitte rum. Weil das nervt. Ich hätte noch ein paar Mal Phoenix benutzen müssen, dann habe ich eigentlich schon alles, was ich brauche. Wie weit bin ich damit? 78% erst. Immerhin. Meine, so oft wie wir hier gekämpft haben. Bäh. Oh yes, Phoenix time. Dann gehe ich nach Venezia, starte mich aus, gehe knacken, schieß mich tot. Und dann geht's in die Höhle der Imbalance. Okay, einen Phoenix schaffe ich noch. Bam! Haha, diesmal war ich schneller, jetzt war ich. Und tschüssi. Die Höhle interessiert mich nicht mehr.